Schreinersäge wird das so richtig ausfasern. Aha. Ja. Und da geht es einigermaßen, das kann ich noch beherrschen. Das kann man noch schleifen. Ja, das muss extrem scharf sein, dann, oder? Ja. Schnell, oder? Ja, ja. Und mit dem Heizdraht geht es nicht. Ich habe es probiert, weißt du, der wird dann plötzlich welzig. Ja, ja. Und dann kriege ich einen Weltschliff. Ja. Also diese Fläche ist zu groß. Diese Breite ist einfach zu groß. Bei kleinen Sachen geht das wunderbar. Ja, deshalb ich geschnitten, so kleine Sachen. Aber die großen, da hält es dann, weil das ist ein festes Material. Mhm. Aber so, ich denke, so komme ich hin. Da wird es jetzt dann noch gesägt und von vorne und hinten. Wird das dann im Sand gemacht, oder? Ja. Im Sand und dann, wenn das heiße Metall kommt rein, das Sand geht alles, das geht alles weg, dann abgeschmolzen. Ja, ja. Das wird ein Sandguss. Ja. Und dann muss natürlich auch wieder ganz geschliffen werden. Aber jetzt muss ich erstmal das haben, so wie es hier ist, und dann wird sich herausstellen, was ich noch verändern muss. Mhm. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das sieht man dann erst in der Originalgröße. Ja. Viel wahrscheinlich nicht, weil ich will es ja nicht so naturalistisch haben, nicht? Mhm. Seit wie lange arbeitest du auf dieses Stück? Seit wann? Ich weiß nicht, 4 Wochen. 4 Wochen. Ach, ich lasse dann immer wieder stehen und schaue es nachher an. Aber jetzt muss ich zügig weitermachen. Wenn das gesägt ist vorne und hinten, das lasse ich nächste Woche machen. Okay. Da sieht man schon wieder mehr. Ich habe Glück gehabt, dass es gerade reingeht. Und vor dieses Ärztehaus kommt jetzt diese Figur. Und am Ende wird das so ein Aluminiumfarbe haben dann? Ja. Ja, so wie draußen. Okay. Ja, ich habe Aluminium, nehme ich, weil das Gebäude ist sehr groß, verstehst du? Und wenn ich da irgendwie konkurrieren sollte, dann müsste ich wahnsinnige Höhe machen. Und das ist sinnlos. Wenn ich jetzt aber eine ganz helle Geschichte habe hier, eine hellglänzende Geschichte, dann reicht das 4 Meter. Nicht? Mhm. Weil wenn ich auf dem Boden stehe, dann ist 4 Meter ganz hell schon eine Größe. Ja. Nicht? Und darum nehme ich eben Alu. Was ist los in deinem Kopf denn, wenn du denkst von dieser Form, ist das basiert auf etwas so? Ja, das sind praktisch 2 Figuren übereinander. Ich habe ja das Thema gemacht, einer trage die Last des anderen. Das ist ja für ein Krankenhaus, ist ja einer, kommt ja rein mit Lasten, wenn er krank ist. Und der Arzt hat natürlich auch eine Last, er hat eine Verantwortung, dass er den Menschen eben möglichst lebend davonbringt. Und darum habe ich eben die 2 Figuren genommen, weil es sollte eine Stele sein. Und habe ich dann die 2 Figuren gemacht, übereinander. Ne? Das ist, da kommt dann, das kommt der Vektor ein Stück. Und dann ist das Kopf und da hinten Kopf. Da auf dem Modell siehst du es auch. Weil ich finde, dass man für ein Krankenhaus sollte man schon ein Thema haben. Ne? Nicht bloß einfach halt Stecken hinstellen. Ne?
ich finde das von, wenn man schaut jetzt durch die Kamera von verschiedenen Blickwinkeln, man sieht das mit der Perspektive, dann ist es interessant von jeder Ecke, finde ich. Von unten, von der Seite. Ja, ja, aber das wird jetzt nachher noch, da kommen natürlich noch Formen rein. Ne? Das ist der Modell. Ja. Und dann wird es noch lebendiger.